Moin Leute, euer Wammert wieder am Bambus und heute mit dem Thema Schatzsuche in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erst schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst was die krassen Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was meine ich jetzt mit Schatzsuche in GTA Online? Naja, Rockstar Games hat in diesem DLC eine Schatzsuche hinzugefügt und zwar auf Cayo Perico. Auf die Privatinsel könnt ihr Schätze finden, in Form von Geldtruhen. Klingt doch eigentlich ganz nice. Aber wie könnt ihr diese Schätze auf Cayo Perico denn finden? Naja, um diese Schätze zu finden, braucht ihr einen Metalldetektor. Und diesen Metalldetektor, nein, könnt ihr leider nicht bei Arm Nations kaufen. Den müsst ihr finden. Und wie findet ihr das Ganze? Naja, ihr müsst dafür in eine Online-Sitzung gehen und diese 10 Locations, die ich schon längst im Hintergrund gerade zeige, mal abklappern in der Hoffnung, dass die Mission getriggert wird, wo ihr den Metalldetektor findet. Und das Ganze macht ihr einfach so lange, bis bei euch die Mission getriggert wird. Das bedeutet, ihr fliegt am besten mit der Oppressor Anchor 2 die ganzen 10 Locations mal ab, schaut, ob da irgendwas ist, in Form von einem blauen Punkt auf der Minimap zum Beispiel. Wenn da nichts ist, dann wechselt die Sitzung zu einer neuen öffentlichen Sitzung und macht das Ganze wieder. Und zwar so lange, bis ihr das Skelett gefunden habt. Denn was ihr dort finden werdet, ist ein angespültes Skelett. Und neben diesem Skelett findet ihr auch einen Metalldetektor. Ich habe das Ganze auf der Position 7 gefunden. Und das Ganze sieht halt so aus, dass hier ein Skelett liegt. Und das Skelett bzw. die Mission kann egal wann getriggert werden. Also es ist völlig egal, ob es jetzt nachts ist, zum Beispiel jetzt hier im Video, oder ob es tages, ob es regnet. Das ist völlig egal. Das Skelett kann rund um die Uhr gespawnt werden. Und ihr müsst auch ein bisschen um den Skelett mal herumschauen, denn im Radius von ca. 2-3 Metern werdet ihr auch so ein kleines metallisches Gerät finden. Und wenn ihr dorthin geht, werdet ihr oben auch die Meldung erhalten, rechte Falltaste, um das Objekt aufzuheben, beziehungsweise den Metalldetektor aufzuheben. Und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr den Metalldetektor. Aber jetzt geht ihr mal zum Skelett, denn ihr könnt ganze zwei Sachen aufsammeln beim Skelett. Einmal den Metalldetektor und natürlich die Schatzkarte, die uns natürlich verrät, wo die Schätze verborgen sind. Und zwar, wenn ihr zum Skelett hingeht, könnt ihr rein theoretisch die rechte Falltaste drücken. Warum sage ich jetzt rein theoretisch? Naja, Rockstar Games bzw. GTA läuft bei mir natürlich immer fehlerfrei, ne? Also immer. Das ist komplett fehlerfreies Spiel, es gibt keine Glitches etc. Und weil dieses Spiel so fehlerfrei ist, habe ich natürlich nicht mal die Möglichkeit gehabt, mir die Schatzkarte anzuschauen. Denn ich habe ganz kurz rechte Falltaste-Option gehabt. Ihr habt da kurz einen Replay. Denn diese Option hatte ich nur ganz kurz sichtbar und danach konnte ich nicht mal rechte Falltaste drücken, um das Skelett anzuschauen oder die Karte. Und diese Option ist auch nicht wiedergekommen und das Skelett ist despawned. Und ja, ich war semi-begeistert, wo ich mir dachte so, echt jetzt? Denn das bedeutete für mich natürlich, ich musste ein zweites Skelett mal suchen, um mir die Schatzkarte anzuschauen. Und gut, glücklicherweise hatte ich das, glaube ich, sogar in der nächsten Sitzung gefunden, deswegen war es nicht ganz so dramatisch. Aber natürlich schon irgendwie so, ey, ist es euer Ernst? Aber egal, dadurch, dass ich jetzt ein zweites Skelett suchen musste, kann ich euch auch sagen, was passiert, wenn ihr ein zweites Skelett findet. Und ja, Leute, ihr könnt auch ein zweites Skelett finden, falls ihr schon ein Skelett mal gefunden habt und auch eingesammelt habt. Ihr könnt immer ein Skelett finden. Das ist so ähnlich wie damals der Perico-Schlüssel bei der betrunkenen Wache. Aber gut, wenn wir uns ein zweites Skelett gefunden haben und dort auch wieder den Metalldetektor einsammeln wollen, kriegen wir natürlich nicht nochmal den Metalldetektor, sondern kriegen diesmal eine Geldbelohnung und RP. Das sind etwas über 7000 Dollar, die ihr bekommt, also eigentlich auch schon ganz nice. Aber gut, ich schaue mir jetzt hier mal die Karte an. Die Karte sieht natürlich auch sehr cool aus und ich würde sagen, wir haben jetzt alles zusammen, um mal die Schatzsuche zu starten. Aber wie startet ihr denn die Schatzsuche eigentlich? Naja, das Ganze müsst ihr mit dem Raubüberfall machen. Das bedeutet, ihr oder euer Freund muss den Raubüberfall mal gestartet haben. Und zwar so, dass wir hier die Mission starten können, Informationen sammeln auf Cayo Perico. Und hier ist es wirklich völlig egal, ob ihr das startet oder euer Freund. Und es ist auch völlig egal, wie viele von euch da mitmachen wollen. Also sprich, ob ihr es alleine macht oder mit Freunden. Am besten macht ihr es sogar mit Freunden, denn das Coole hier an dieser Schatzsuche ist, ja, ihr findet nur zwei Schatztruhen mit Geld, aber jeder bekommt das Geld. Und das Geld wird auch nicht gekürzt, wenn ihr zu viert da seid und jeder sich was nimmt. Nein, jeder bekommt die 15.000 GTA-Dollars pro Schatztruhe. Deswegen, Leute, nehmt eure Freunde mit, die vielleicht ein bisschen Geld brauchen. Die werden auf jeden Fall sehr dankbar sein. Aber gut, ich habe jetzt hier die Mission gestartet. Informationen sammeln auf Cayo Perico. So, sind wir jetzt bei Cayo Perico angekommen. Öffnet ihr mal das Optionsmenü. Denn ihr werdet merken, dass wir zwei Gebiete haben, wo die Schatztruhen sein könnten. Das sind die Gebiete, die kreisförmig mit einem Fragezeichen kennzeichnet sind. Das bedeutet, wir müssen jetzt ganz sneaky mal zu diesem Gebiet hin.
Seid ihr bei einem Gebiet angekommen, wo ein Schatztruhe irgendwo liegt, dann werdet ihr merken, dass ihr jetzt auf einmal die Möglichkeit habt, die L2-Taste zu drücken und den Metalldetektor auszupacken. Aber wie funktioniert das genau, der Metalldetektor? Ihr seht jetzt hier auf dem Screen, ich sag mal so, Balken. Und die Balken werden immer mehr oder weniger. Denn je mehr die Balken werden, desto näher seid ihr auch am Schatz. Ihr hört auch im Headset ein Piepen, dass er immer schneller piept. Und falls ihr das Piepen wieder langsamer wird, beziehungsweise ihr weniger Balken bekommt, bedeutet das, ihr seid am Schatz vorbeigelaufen, beziehungsweise ihr entfernt euch wieder zum Schatz. Deswegen muss auch der Balken einfach voll werden und wenn er ganz voll ist, beziehungsweise durchgehend piepst, steht ihr schon praktisch auf dem Schatz. Denn den Schatz erkennt ihr daran, dass der Schatz unter einem Sandhügel vergraben ist. Und dieser Sandhügel ist, naja, sehr offensichtlich. Gut, hier am Strand war es schon ein bisschen gut versteckt, aber warum sage ich offensichtlich? Naja, bei der zweiten Location, wo so ein Schatz vergraben war, war das auf einem Hügel voller Gras und naja, der Schatz war halt unter Sand vergraben, deswegen war das eigentlich schon sehr offensichtlich, dass da ein Schatz liegt. Da hätten wir jetzt theoretisch keinen Metalldetektor gebraucht. Aber gut, egal, das ist jetzt mal eine andere Sache, wie offensichtlich dieser Schatz vergraben ist an dieser Stelle. Gut, habt ihr diesen Sandhügel gefunden, wo drunter der Schatz ja vergraben ist, könnt ihr einfach hier die rechte Pfeiltaste drücken und euer Charakter gräbt das Geld aus. Und wie gesagt, eure Freunde können danach sich auch rechte Pfeiltaste drücken und auch das Geld ausgraben. Und ihr habt dann so gesehen die Möglichkeit, 2x 15.000 GTA-Dollars zu bekommen, das bedeutet 30.000 GTA-Dollars pro Tag möglich. Was sage ich hier pro Tag? Naja, die Schatzsuche resettet sich an jeden Tag, das bedeutet, ihr könnt wirklich täglich wieder zurückkommen und neue Schatzsuchen beginnen. Aber Leute, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht für jede neue Schatzsuche ein neues Skelett suchen. Sondern es reicht tatsächlich einmal, wenn ihr irgendwann mal ein Skelett gefunden habt mit einem Metalldetektor. Und damit könnt ihr wirklich jeden Tag wieder einfach zurück zu Cayo Perico gehen und erneut Schätze suchen im Wert von insgesamt 30.000 GTA-Dollars. Aber gut, Leute, das waren alle Informationen, die ich so weiß über diese Schatzsuche. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.